nor do I call my second witness Karl Heinz Möller. An affidavit by him is the next document in the document book. Karl Heinz Möller, do you hold the rank of Korvettenkapitän in the German Navy? Jawohl. And have you served in the German Navy since 1930? Jawohl. Will you tell the tribunal what decorations you hold? Ich erhielt das U-Bootskriegsabzeichen, das Eiserne Kreuz 2. Klasse, das Eiserne Kreuz 1. Klasse, das Ritterkreuz, das Kriegsverdienstkreuz 2. und 1. Klasse, das Deutsche Kreuz in Silber. And did you swear an affidavit covering a statement you'd made on the 21st of July of 1945? Jawohl, ich habe eine solche Erklärung abgegeben. Would you look at that document and say if that is your affidavit? Jawohl, das ist meine eidesstattliche Erklärung. Lord, I put that document in, that is 382 PS, and it becomes GB202. In the autumn of 1942, were you head of the 5th U-boat flotilla? Jawohl. Were you stationed at Kiel? Jawohl. How long did you hold that appointment altogether? 4 Jahre. Was that from June 1941 until the capitulation? Jawohl. What were your duties as commander of that flotilla? Meine Hauptaufgabe als Flottillenchef bestand darin, die neu aus dem Heimatbereich zur Front tretenden U-Boote auszurüsten, materiell und mit den Befehlen der U-Bootsführung. Had you any special responsibility to U-boat commanders in respect of the orders? Jawohl, ich war dafür verantwortlich, dass die auslaufenden Boote mit allen neuen Befehlen der U-Boot-Führung ausgerüstet waren. Had you any responsibility in explaining the orders? Die Befehle der U-Bootsführung waren immer sehr klar und eindeutig. Bei Unklarheiten pflegte ich diese Unklarheiten beim
BDU-Stab selber zu klären. Did you personally see commanders before they went out on patrol? Jawohl, jeder Kommandant machte vor dem Auslaufen zur Feindfahrt eine sogenannte Kommandantenunterrichtung durch. I'll go back, if I may, my lord, two or three questions. Did you personally see commanders before they went out on patrol? Jawohl. Jeder Kommandant machte vor dem Auslaufen zur Unternehmung eine Kommandantenunterrichtung bei mir durch. And was it at that briefing session that you dealt with any questions on the orders? Jawohl, alle Erfahrungen der vorangegangenen Unternehmungen und Fragen der Ausrüstung des Bootes wurden auf dieser Unterrichtung mit den Kommandanten besprochen. Ebenso hatten die Kommandanten die Möglichkeit, bei dieser Unterrichtung eigene Unklarheiten zu klären durch Fragestellung. Apart from your briefing session, did commanders also go to Admiral Dönitz's headquarters for briefing? Soweit das möglich war, wurde es durchgeführt, vor allem von dem Augenblick an, wo der BDU seine Dienststelle von Paris nach Berlin verlegt hatte. Now, do you remember an order in the autumn of 1942 dealing with lifeboats? Jawohl, im September 1942 wurde mir ein Offizierfunkspruch an die Kommandanten der in See befindlichen Boote vorgelegt, der sich mit dieser Frage befasste. Would you look at this document? No, that is D630. Which I have already put in as GB199. It's the order of the 17th of September. And what other number has it besides GB1? It's D630. D630? Yes, Lord. Is that the order to which you are referring? Jawohl, das ist der Befehl. From the time when you were captured until last Friday, had you seen that order? Nein. It follows, I think,
that the account of the order in your statement was given from recollection. Jawohl, nur nach der Erinnerung. Now, after you got that order, did you go to Admiral Dönitz's headquarters? Jawohl, bei meinem nächsten Besuch nach Empfang dieses Befehls im Hauptquartier des BDU habe ich dort mit dem Referenten im BDU-Stab, Korvettenkapitän Kuppisch, über diesen Befehl gesprochen. Will you tell the tribunal what was said at that meeting? Ich habe bei dieser Besprechung den Korvettenkapitän Kuppisch gefragt, wie die in diesem Befehl enthaltene Zweideutigkeit bzw. Unklarheit aufzufassen sei. Er hat mir diesen Fall an zwei Beispielen erklärt. Das erste Beispiel. Ein U-Boot in der äußeren Biskaya auf dem Ausmarsch zu einer Unternehmung habe ein Schlauchboot mit Überlebenden eines englischen Flugzeuges angetroffen. Er habe, da er sich auf dem Ausmarsch, also voll ausgerüstet, befand, keine Möglichkeit gehabt, diese Flugzeugbesatzung aufzunehmen, trotzdem gerade in der damaligen Zeit es als besonders wünschenswert erschien, Ortungsspezialisten von abgeschossenen Flugzeugen mitzubringen, um Nützliches aus diesen Leuten herauszuholen. Er sei in großem Bogen um dieses Schlauchboot herumgegangen und habe seinen Ausmarsch fortgesetzt. Nach seiner Rückkehr von der Unternehmung habe er beim BDU-Stabe diesen Fall erzählt. Es sei ihm von Offizieren des BDU-Stabes der Vorwurf gemacht worden, dass er, wenn er schon diese Ortungsspezialisten nicht hätte mitbringen können, dass es dann zumindest richtig gewesen wäre, diese Flugzeugbesatzung zu bekämpfen, da damit zu rechnen sei, dass in spätestens 24 Stunden dieses Schlauchboot durch englische Sicherungsstreitkräfte aufgenommen sei und diese... I'd interrupt you for a moment. I didn't quite get what you said would have been the correct action to take. You were saying, das Richtige wäre gewesen, wenn es schon nicht möglich gewesen wäre, die Besatzung oder die Spezialisten mitzubringen, sie zu bekämpfen, da damit zu rechnen sei, dass diese Besatzung in kürzester Frist durch englische Sicherungsstreitkräfte aufgenommen sei und unter Umständen schon wieder ein oder mehrere deutsche U-Boote vernichtet haben könnte. Beispiel 2. Did he give you any second example?
Jawohl, das zweite Beispiel führe ich jetzt an. Beispiel 2. In den ersten Monaten des U-Boot-Krieges gegen die Vereinigten Staaten sei eine sehr große Zahl an Tonnage, die genaue Zahl ist mir entfallen, auf flachem Wasser in unmittelbarer Küstennähe versenkt worden. Von diesen Versenkungen sei der weitaus größte Teil der Besatzung gerettet worden durch die Landnähe. Das sei sehr bedauerlich, da zur Handelsschifffahrt nicht nur Tonnage, sondern auch die Besatzungen gehörten. Und diese Besatzungen inzwischen wieder in der Lage wären, Neubauten zu besetzen. You've spoken about the ambiguity of the order. Are you familiar with the way Admiral Dönitz worded his orders? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Are you familiar with the way that Admiral Dönitz normally worded his orders? Jawohl. Nach meiner Meinung hätte der Befehl nur zu lauten brauchen, es wird erneut darauf hingewiesen, dass Rettungsmaßnahmen zu unterbleiben haben, aus Sicherheitsgründen für die Boote, für die U-Boote. So hätte er nach meiner Auffassung gelautet, wenn nur Rettungsmaßnahmen verboten gewesen wären. Es haben sich alle... Are you saying that if it had been intended only to prohibit rescue measures, it would have been sufficient to refer to the previous order? Jawohl, das hätte genügt. The previous order, was that previous order also marked top secret? Daran kann ich mich nicht genau entsinnen. What was the propaganda at the time with regard to crews? Die Propaganda in der damaligen Zeit besagte, dass der Gegner sehr große Schwierigkeiten hätte, genügend Besatzungen für seine Handelsschifffahrt und if your lordship pleases, what I said was, I thought that the question, what was the propaganda
at a certain time was far too wide a question. If your lordship please, I don't press. From your knowledge of the way orders were worded, can you tell the tribunal what you understood this order to mean? Der Befehl besagt, nach meinem persönlichen Dafürhalten, dass sowohl Rettungsmaßnahmen verboten bleiben, dass es auf der anderen Seite jedoch erwünscht ist, dass bei Versenkungen von Handelsschiffen keine Überlebenden dableiben. And was it because you understood this to be the meaning that you went to Admiral Dönitz's headquarters? Ich bin nicht nur wegen dieses Befehles zum Hauptquartier des BDU gegangen, sondern diese Besuche erfolgten in häufigeren Abständen, um auch andere Fragen zu klären und um die Möglichkeit zu haben, über Ansichten und Anschauungen der U-Bootsführung auf dem Laufenden zu bleiben, well, I think, da ich sie den Kommandanten zu vermitteln hatte. Now, did you brief commanders on this order? Ich habe bei den Kommandantenunterrichtungen den Kommandanten den Wortlaut dieses Funkspruchs ohne Kommentar vorgelesen. In einigen wenigen Fällen haben Kommandanten Nachfrage bei mir gehalten über die Bedeutung dieses Befehls. In solchen Fällen habe ich den Kommandanten die beiden Beispiele des BDU so, wie sie mir im Hauptquartier gesagt wurden, vermittelt. Mit der Einschränkung, dass ich gesagt habe, der BDU kann euch offiziell einen solchen Befehl nicht geben. Das hat jeder mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Do you remember an order about rescue ships? Jawohl. Can you say what was the date of that order? Das genaue Datum ist mir nicht geläufig. Er muss jedoch etwa zu derselben Zeit ausgegeben sein wie der Befehl vom September 42. May the witness see the document D663, which I put in yesterday. You will note that the date on that document
take it back, Bill. The date on that document is the 7th of October, 1943. Jawohl. Dieser Befehl steht, ist hier niedergelegt in dem allgemein gültigen Operationsbefehl Atlantik Nummer 56. Nach meiner Erinnerung ist er jedoch auch schon niedergelegt gewesen in dem vorangegangenen gültigen Operationsbefehl. Das war der Operationsbefehl 54. Beziehungsweise in einem Erfahrungs- oder Belehrungsfunkspruch. Daran entsinne ich mich nicht genau. Das Datum Oktober 43. Yes. Colonel Fillmore, is that order in the index here? Yes, my lord. That is the document D663, which I put in yesterday as GB200. Yes, but... My lord, it was omitted from the index. Your lordship will remember, it was a document which I explained yesterday, we have only just received. Where does it come in? It comes in after D630. Oh, yes, I see. Your lordship will remember the order. It deals with rescue ships. Yes. Attached to convoys, and it was on the last sentence that I relied. Yes. I only wanted to get the words of it. Yes, ma'am. Lord, I have the original here now, if it is thought necessary the witness should see it. But he's seen a copy. Do you remember an order about logs, entries in logs? Jawohl. Es ist seinerzeit, genaues Datum ist mir nicht erinnerlich, befohlen worden, dass Versenkungen und Handlungen, die im Widerspruch zu internationalen Abmachungen ständen, nicht im Kriegstagebuch aufzunehmen sein, sondern nach Rückkehr nur mündlich zur Kenntnis zu bringen seien. Would you care to say why it is that you are giving evidence in this case? Jawohl. Weil der bei meiner Verhaftung gegen mich erhobene Vorwurf der Urheber dieser besprochenen Befehle zu sein, weil ich diesen Vorwurf nicht auf meinem Namen sitzen lassen kann. Lord, the witness is available for examination by my colleagues and for cross-examination.
Does any counsel for any defendant wish to ask the witness any questions? Flottenrichter Kranz Bühler für den Angeklagten Großadmiral Dönitz. Korvettenkapitän Möhle, seit wann sind Sie in der U-Boot-Waffe? Seit Ende 1936. Kennen Sie den Großadmiral Dönitz persönlich? Jawohl. Seit wann? Ich habe nicht verstanden. Seit Oktober 1937. Ja. Sehen Sie ihn hier in diesem Raum? Jawohl. Wo? Links hinten. Ist Ihnen Großadmiral Dönitz bekannt als ein Admiral, der für seine Flottillenchefs und Kommandanten niemals zu sprechen war? Nein. Oder war es umgekehrt? Er war für jeden jederzeit zu sprechen. Sind Sie als Kommandant selbst gefahren? Jawohl, 9 Unternehmungen. Von wann bis wann? Von Kriegsbeginn bis April 41. Wie viele Schiffe haben Sie versenkt? 20 Schiffe. Haben Sie nach der Versenkung der Schiffe die Rettungsmittel vernichtet oder die Schiffbrüchigen beschossen? Nein. Hatten Sie Befehl dazu, das zu tun? Nein. Du forschst. Hatten Sie Befehl dazu, das zu tun? Nein. War die Gefahr für das U-Boot vorüber nach dem Angriff auf ein Handelsschiff? Nein, die Gefahr für ein U-Boot ist nach dem Angriff nicht vorüber. Weshalb nicht? Weil in den meisten Fällen einer Versenkung das Schiff in der Lage ist, SOS und Standort zu geben und damit Abwehrstreitkräfte im letzten Moment auf das Boot zu ziehen. Galt in der U-Boot-Waffe der Grundsatz, Kämpfen geht vor Retten? Diesen Grundsatz in dieser Formulierung habe ich nie gehört. Sind Ihnen vor dem Befehl vom September 42 andere Befehle bekannt, in denen das Retten unter Gefährdung des eigenen U-Bootes verboten wurde? Jawohl, mir ist aber nicht bekannt, wann und wo dieser Befehl niedergelegt ist. Es ist befohlen worden, dass die Sicherheit des eichenen Bootes grundsätzlich vorgeht. Ist das einmal befohlen worden oder mehrfach? Das kann ich nicht sagen. Ist Ihnen bekannt, dass der Befehl vom September 42 ergangen ist?
aufgrund eines Vorfalles, bei dem deutsche U-Boote im Gegensatz zu den ergangenen Befehlen gerettet hatten. Jawohl. Und dabei von alliierten Flugzeugen angegriffen worden waren. Jawohl. Sie bezeichneten vorhin den Befehl vom September als zweideutig. Spricht das richtig? Jawohl. Sie haben ihn den Kommandanten dahin erläutert, dass er die Vernichtung der Rettungsmittel und die Tötung der Schiffbrüchigen mit erfassen solle. Ist das richtig? Nicht völlig, da ich lediglich den Kommandanten bei Rückfrage die beiden Beispiele, wie sie mir beim BDU gegeben wurden, gesagt habe. Sie daraus also diese Folgerung ziehen konnten. In welchem Satz des Befehls sehen Sie eine versteckte Aufforderung, Schiffbrüchige zu töten oder Rettungsmittel zu vernichten? In dem Satz... Ein Augenblick, ich lese Ihnen die einzelnen Sätze des Befehls dazu vor. Ich lese aus dem Dokument 630. Erstens, jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also auch Auffischen von Schwimmenden und an Bordgabe auf Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von Nahrungsmitteln und Wasser, haben zu unterbleiben. Sehen Sie das in diesem Satz? Nein. Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen. Sehen Sie in diesem Satz? Jawohl. Steht in diesem Satz etwas von der Vernichtung von Schiffbrüchigen? Nein, von Besatzung. In dem Befehl befindet sich am Schluss der Satz: Seid hart. Haben Sie diesen Satz dort erstmalig gehört? Nein. Wurde er vom Befehlshaber der U-Boote gebraucht, um die Härte der Kommandanten auch gegen sich selbst und ihre Besatzung zu erzielen? Jawohl. Sie haben den Befehl mit Korvettenkapitän Kupisch besprochen. Jawohl. Jawohl. Wissen Sie das jetzt genau? Soweit ich mich nach dieser langen Zeit auf mein Gedächtnis verlassen kann. Wo fand dieses Gespräch statt?
Beim BDU-Stab, voraussichtlich in Paris. Welche Stellung hatte Korvettenkapitän Kupisch damals? Soweit ich mich entsinne, bearbeitete er das feindliche Geleitzugwesen. Das kann ich aber nicht genau sagen. War der Vorgesetzte von Korvettenkapitän Kupisch Fregattenkapitän Hessler? Vorgesetzte, das kann man nicht sagen, da Kapitän Hessler auch lediglich Referent war. War der Vorgesetzte von Korvettenkapitän Kupisch Admiral Gut? Jawohl, als in seiner Eigenschaft als Chef des Stabes. Haben Sie mit Kapitän Hessler oder mit Admiral Gut oder mit dem Großadmiral selbst über die Auslegung des Befehls vom September gesprochen? Ob mit Kapitän Hessler, ist mir nicht erinnerlich, mit Admiral Goth oder dem Großadmiral persönlich nicht. Sie sagten, Kapitän Kupisch habe Ihnen erzählt von der Ansicht, die im Stabe des BDU geherrscht habe. Jawohl. Über das Verhalten gegenüber den Fliegern in der Biskaya. Jawohl. Hat er Ihnen gesagt, dass dies die Ansicht des Großadmirals selbst sei? Daran entsinne ich mich nicht, da es zu lange zurückliegt. Es war für uns Flottillenchefs jedoch selbstverständlich, wenn bei Klärungen im BDU-Stab ein verantwortlicher Referent einem eine Ansicht mitteilte, dass dies die offizielle Ansicht des BDU sei. Persönliche Nachfragen bei Admiral Goth oder beim BDU selbst wurden normalerweise nur gehalten, wenn die Referenten sich nicht endgültig festlegen konnten und für eine Antwort verantwortlich zeichnen konnten. Ist Ihnen nicht bekannt geworden, dass die Geschichte mit den abgeschossenen Fliegern in der Biskaya in Wirklichkeit umgekehrt gewesen ist? Das verstehe ich nicht. Dass nämlich der Kommandant gerügt worden ist, weil er nicht diese Flieger mitgebracht hat. Und zwar unter Abbruch seiner Operation. Nein, das ist mir nicht bekannt. Ist in dem zweiten Beispiel, das Sie erwähnten, von Korvettenkapitän Kupisch gesagt worden, die Schiffbrüchigen oder ihre Rettungsmittel unter der amerikanischen Küste hätten vernichtet werden sollen? Nein, er hat lediglich gesagt, dass es bedauerlich sei, dass die Besatzungen gerettet seien. Und daraus haben Sie den Schluss gezogen, dass es erwünscht sei, die Schiffbrüchigen zu töten?
Ich habe gar keine Schlüsse daraus gezogen, da ich kommentarlos diese Beispiele weitergegeben habe. Kennen Sie die ständigen Kriegsbefehle des BDU? Jawohl. Enthalten Sie die maßgebenden Grundlagen für die U-Boot-Kriegführung? Jawohl. Befindet sich in diesen ständigen Kriegsbefehlen irgendein Befehl, in dem die Tötung von Schiffbrüchigen oder die Vernichtung von Rettungsmitteln befohlen oder angeraten wird? Nach meiner Kenntnis nein. Welchen Geheimhaltungsgrad hatten die ständigen Kriegsbefehle? Soweit ich mich entsinne, GKDOS. Geheime Kommandosache, meinen Sie? Geheime Kommandosache. Entsinnen Sie sich, dass in dem ständigen Kriegsbefehl Nummer 511 Folgendes befohlen war: Herr Präsident, ich lese aus einem Befehl vor, den ich später als Beweismittel anbieten werde. Ich kann das jetzt noch nicht tun, weil mir das Original noch nicht zugänglich ist. Ständiger Kriegsbefehl des BDU Nummer 511. 20. Mai 1943. Mitnahme von Offizieren versenkter Schiffe. 1. Soweit Unterbringungsverhältnisse an Bord es erlauben, sind Kapitäne und Chefingenieure versenkter Schiffe mitzubringen. Der Gegner versucht, diese Absicht zu durchkreuzen und hat folgenden Befehl erlassen. A. Kapitäne dürfen sich auf Befragen nicht zu erkennen geben, sondern sollen nach Möglichkeit besonders dafür ausgesuchte Seeleute vorschieben. B. Besatzung soll erklären, dass Kapitän und Chefingenieur an Bord geblieben sind. Ist trotz energischer Anfrage Ermittlung des Kapitäns bzw. Chefingenieurs nicht möglich? Andere Schiffsoffiziere mitbringen. Ich lasse die Ziffer 2 aus und gehe zur Ziffer 3. Nein, ich will die Ziffer 2 auch vorlesen. Mitnahme von Kapitänen und Schiffsoffizieren neutraler Schiffe, die gemäß ständigem Kriegsbefehl Nummer 101 versenkt werden dürfen. In Klammern zum Beispiel Schweden außerhalb Göteborg-Verkehr, ist zu unterlassen, da Internierung dieser Offiziere völkerrechtlich nicht statthaft ist.
Drittens. Falls Gefangennahme von Schiffsoffizieren nicht möglich. Andere weiße Besatzungsangehörige mitnehmen, soweit Platz und weitere Aufgaben des Bootes dies zulassen. Zwecks Vernehmung der Gefangenen zu militärischen und propagandistischen Zwecken. Viertens, falls es gelingt, einen einzelfahrenden Zerstörer, Korvette oder Bewacher zu versenken, unter allen Umständen versuchen, Gefangene zu machen, soweit ohne Gefährdung des Bootes möglich. Gefangenenbefragung durch Durchgangslager, Dulag, kann wertvollste Anhalte über U-Boot-Abwehrverfahren, Geräte und Waffen des Gegners bringen. Das gleiche gilt für abgeschossene Flugzeugbesatzungen. Ist Ihnen dieser Befehl bekannt? Jawohl, er kommt mir bekannt vor. Ist Ihnen der Befehl Nummer 513 bekannt? Ständiger Befehl des BDU, 1. Juni 1944. Mitbringen von Gefangenen. Erstens. Gefangenenaussagen sind sicherste und beste Nachrichtenquellen über feindliche Taktik, Waffen, Ortungsgeräte und Verfahren. Gefangene von Flugzeugen und Zerstörern können für uns von ganz großem Wert sein. Deshalb, soweit ohne Gefährdung des Bootes möglich, alles daran setzen, solche Gefangene einzubringen. Zweitens, da Gefangene unter Eindruck Gefangennahme besonders aussagewillig, diese sofort an Bord verhören. Es interessiert vor allem, auf welche Weise Feststellung von U-Booten durch Flugzeuge erfolgt, ob aufgrund von Funkmessordnung oder durch passive Ortungstätigkeit, zum Beispiel durch Feststellung elektrischer oder Wärmebestrahlung des Bootes. Erfolgte Gefangennahme baldmöglichst melden zur eventuellen Abgabe an Rückmarschierer. Haben Sie einen Widerspruch empfunden und zu klären versucht zwischen diesen Befehlen über die Rettung von Flugzeugbesatzungen auf jeden Fall und der Weitergabe Ihrer Erzählung über die Vernichtung von Flugzeugbesatzungen? Nein, insofern nicht, als in dem Befehl vom September 1942 ja auch niedergelegt war, dass der Befehl über Mitbringen von Dampferkapitänen und Chefingenieuren bestehen bleibt. Haben Sie von irgendeinem Fall gehört, in dem ein U-Boot Kapitäne und Chefingenieure mitgebracht, die übrige Besatzung aber erschossen hat? Nein. Halten Sie es überhaupt für möglich,
dass ein solcher Befehl gegeben werden kann? Das heißt, dass man einen Teil einer Besatzung zu retten befiehlt und den anderen Teil der Besatzung zu töten befiehlt? Nein, befehlen kann man das nicht. Haben Sie gehört, dass aufgrund Ihrer Belehrung irgendein Kommandant Rettungsmittel vernichtet oder Schiffbrüche getötet hat? Nein. War es erlaubt, neutrale Schiffe außerhalb der festgelegten Blockadezonen anzugreifen? Nur dann, wenn sie keine vorschriftsmäßigen neutralen Kennzeichen führten. War der BDU in der Durchführung dieses Befehls zum Schutz Neutraler besonders streng? Da solche Fälle mir nicht bekannt sind, kann ich darüber nichts sagen. Ist Ihnen bekannt, dass den Kommandanten kriegsgerichtliche Verfolgung angedroht war, wenn sie die bestehenden Befehle nicht beachteten, die zum Schutz Neutraler gegeben worden waren? Jawohl, ich entsinne mich an einen Fall, der in der Karibik sich ereignet hat. Entsinnen Sie sich an einen Befehl von 1944, in dem das Anhalten neutraler Schiffe zur Durchsuchung vorgeschrieben war? Jawohl, Datum ist mir nicht mehr bekannt, befohlen worden, dass besonders spanische und portugiesische Schiffe im Nordatlantik anzuhalten und zu durchsuchen seien. Haben Sie diesen Befehl an die Kommandanten weitergegeben? Soweit ich mich entsinne, ist dieser Befehl schriftlich erfolgt und in irgendeiner Befehlssammlung niedergelegt worden. Ich habe den Kommandanten nur so lange Befehle bekannt gegeben, solange sie in keiner Befehlssammlung enthalten waren. Haben Sie bei der Weitergabe dieses Befehls einen Zusatz gemacht, ob man ihn ausführen könne oder nicht? Jawohl, ich entsinne mich, dass ich gesagt habe, als dieser Befehl als Funkspruch gekommen war und noch nicht bei den Kommandanten weiter bekannt war, dass sie damit sehr vorsichtig sein sollten mit dem Anhalten, da immer die Gefahr bestände, dass auch ein neutrales Schiff durch FT den Standort des U-Bootes verriete. Und es wäre aufgrund der Luftüberlegenheit des Gegners und der Luftherrschaft des Gegners im Nordatlantik immer sicherer oder besser, wenn man nicht zu solchem Anhalten gezwungen sei. War Ihnen dieser Zusatz vom BDU befohlen worden?
Soweit ich mich entsinne, hat mir ein Referent beim BDU, ich nehme an, dass es Kapitän Hessler war, gesagt, dass jede, oder besonders betont, dass jede Anhaltung eines Dampfers, auch eines Neutralen, eine erhebliche Gefährdung des Bootes darstelle. Wegen der Luftüberwachung. Wegen der Luftüberwachung. Ihnen ist vorhin der Befehl vorgehalten worden, über die sogenannten Rescue Ships. Jawohl. Erinnern Sie sich daran? Jawohl. Waren diese Rescue Ships international anerkannte Lazarettschiffe mit entsprechender Kennzeichnung? Soweit mir bekannt ist, nein. Welche Befehle bestanden über die Achtung der Lazarettschiffe? Wo diese Befehle niedergelegt sind, ob schriftlich, ist mir nicht mehr geläufig. Ich weiß nur, dass der BDU die Kommandanten häufiger darauf hingewiesen hat, auf die absolute Unantastbarkeit der Lazarettschiffe. Ist Ihnen irgendein Fall bekannt, in dem ein Lazarettschiff von einem U-Boot angegriffen worden ist? Nein, ist mir nicht bekannt. Wenn es dem BDU darauf angekommen wäre, unter Nichtachtung des Völkerrechts hilflose Menschen zu vernichten, wäre nicht die Versenkung von Lazarettschiffen ein besonders wirksames Mittel dazu gewesen? Zweifellos. Keine weiteren Fragen. Does any other defendant's counsel wish to cross-examine this witness? Did you ever save any of the survivors of the vessels that you torpedoed? Nein, ich bin aufgrund der militärischen Lage dazu nicht imstande gewesen. You mean it was a danger to your boat to do it? Nicht nur das, ein großer Teil der durch mich durchgeführten Versenkungen haben entweder im Geleitzug stattgefunden, beziehungsweise bei schwerer See, sodass die Seegangsverhältnisse Rettungsmaßnahmen unmöglich gemacht hätten. Colonel Fillmore, do you want to re-examine? I have about three questions. When you were a U-boat commander yourself, what were the orders with regard to rescue? Es war uns bei Kriegsbeginn gesagt worden, dass die Sicherheit des eichenen Bootes das Ausschlaggebende sei,
und das Boot durch Sicherheitsmaßnahmen, durch Rettungsmaßnahmen nicht gefährdet werden dürfe. Ob diese Befehle bei Kriegsbeginn auch schon schriftlich bestanden, ist mir nicht mehr erinnerlich. When you got this order of the 17th of September 1942, did you take it merely as prohibiting rescue or as going further? Mir fiel beim Empfang dieses Befehls auf, dass er nicht eindeutig klar war, wie es sonst die Befehle des BDUs grundsätzlich waren, dass man in ihm eine Zweideutigkeit sehen konnte. You haven't answered my question. Did you take the order to mean that a U-boat commander should merely abstain from rescue measures? Or as something further? Ich habe ihn aufgefasst, als ob er irgendwie weiterginge. Zwar nicht als Befehl, sondern dass es als wünschenswert angesehen würde. The instance you were given about the Bay of Biscay, had you any knowledge of the facts of that incident? Nein. Zusammenhänge dieses Falls sind mir nicht bekannt. Order on to commanders. Ich habe den Kommandanten wörtlich Folgendes gesagt. Wir kommen jetzt zu einem sehr schwierigen und heiklen Kapitel. Es handelt sich um die Behandlung von Rettungsbooten. Der BDU hat folgenden Funkspruch darüber im September 1942 erlassen. Ich habe darauf diesen Funkspruch vom September 1942 wörtlich vorgelesen. In den meisten Fällen war damit das Kapitel abgeschlossen. Es hatte keiner eine Frage. Erklärungen wurden ohne Fragen nicht gegeben. In einigen wenigen Fällen haben Kommandanten gefragt, wie ist dieser Befehl auszulegen? Ich habe dann diese beiden mir beim BDU erzählten Beispiele als Auslegung gegeben und habe daran hinzugefügt, offiziell kann euch so etwas nicht befohlen werden, das hat jeder mit seinem eigenen Gewissen auszumachen. Do you remember any comment being made by commanding officers after they had read the order? Jawohl. Es haben mehrere Kommandanten im Anschluss an das Verlesen dieses Funkspruchs
ohne dass ein Kommentar erfolgt wäre, geäußert, das ist ja eindeutig, wenn auch verdammt hart. Lord, I've no further questions. The tribunal will adjourn for 10 minutes.